ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheit. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins bis zu alter Ehe? War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Damit ein herzliches Willkommen zu Assassin's Creed Unity, Freunde. Mein Name ist Khalid und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Mission. Ja, Freunde, es hat ein bisschen was gedauert, bis ich wieder mich hier zurückmelde. Hat mal wieder ein paar Sachen auf Steine gelegt bekommen. Und ja, ich bin wieder da und ich würde direkt mal sagen, fangen wir mal direkt an und eliminieren jetzt mal Siver. So, ich mache mal direkt die Adlerauge. Da unten haben wir auch schon mal unser Ziel. So, rüber mit dir. Wollen wir mal verpassen. So. Wo haben wir ihn? Da ist er. Halte dich bereit. Arnaud. Hast du den Gesichtsausdruck von dem fetten Pfaffen gesehen? Unbezahlbar. Er war rot wie eine Tomate. Dachte schon, er wird ohnmächtig. Da haben wir ihn. Endlich. Da war jemand noch. Scheiße, da war jemand noch. Schnell die Schlüssel, bevor die weg sind. So, ich hoffe, das schaffen wir jetzt mal etwas schneller. So. Der Mönch, oder wie er auch heißt, der war ja hier. Dann fokussieren wir uns mal auf den Weg. Hoch mit dir. Da hoch. Du kannst doch da noch klettern normalerweise. Was ist das denn? Wir haben doch einen Aussichtspunkt. Ey, das ist der da. Der da oben. Nein, ich kann nicht da hochklettern. Bitte hoch. Alter, komm, ich will da nicht. Oder machen wir mal hier. Weiter hoch, 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 hoch. Da geht's nicht weiter. Und weiter. Da haben wir schon noch den Menschen. Mensch, ihm die Schlüssel weggenommen worden und die gehen wir jetzt mal wieder zurück. Merci, que Dieu vous bénisse. Und jetzt gehen wir mal rein. Moment, ich hab da mal was gesehen, so einen weißen Ausrufezeichen. Was ist das? Ne, ich muss wissen, was das ist.
J'espère qu'il ne va pas voir ma femme. Kein Alarm aus. Das ging aber schnell. So, da haben wir auch schon den nächsten. Ich darf ihn jetzt nicht verpassen. Nein! Scheiße. Scheiße. Ach man. Hab ich ihn? Ich hab ihn doch. Ah ne, das ist der. Der sah ganz anders aus. Ja, komm! Hä? Ich hab ihn noch getötet! Ich hab die falsche Taste gedrückt, aber... Ja, jetzt. Oh, zum Glück hat es geklappt. Hier. Es darf uns niemand stören. Sie wehren. Monsieur Latouche, ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Hiver, kommt weg da! Ich muss jetzt schnell hier raus. Geht das nicht? Aha. So, schnell aus dem Fenster raus. Nee, ist doch nicht dein Ernst. Dass er jetzt noch verschlossen ist. Also, ich dachte, der wäre verschlossen, Mann. So. Das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir aus dem Gebiet fliehen. Nee, ich habe keine Lust auf eine Mission. Wo ist es? So. Erinnerung abgeschlossen. Sequenz. Fortfahren. Ja. Hörst du mit? Was zum Teufel ist das? Ich bin hier schon. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir.
und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Oh, mein Joystick vibriert gerade so krass. Ich hasse das. Das übertrifft ja krass den Vibrator, echt jetzt. Da ist es! Los! Also von oben, ne? Und wir warten. Das Signal ist stabil, gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Das erklärt, sieht ein bisschen moderner aus hier, kann das sein? Die Leute hier nicht wirklich hier sind. Palais de Justice. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Ach, der Eiffelturm. Ja, ich doch, sieht auch moderner aus. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Wo ist denn die Karte? Das ist es. Ja, hier ist doch Metro. Es gibt einen Weg durch die Metrostation vor dir. Scheiße. Das gesamte Gebiet wird instabil. Welche? Wie soll der Ausgang? Keine Karte verfügbar. Achso, hier, da ist noch was.
Freiheitsstatue. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Scheiße, ich sehe jetzt den Land. Klar, ey. Genau wo es aufhört, kommt's wieder. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Auf der anderen Seite. Geschafft. Serverbrücke. In der CSL-Erinnerung. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen, checken mal ein paar Sachen aus. Da sind wir wieder. Was haben wir jetzt? Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder kann man nicht überspringen. Ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Geld verdienen, bla bla bla. Keine Lust zu machen. Wer Interesse hat, kann Pause drücken. So, ich guck mal, ob wir was holen können beim Händler da. Vielleicht ja, vielleicht nein. So, Boosts. Kann man die verlängern? Gesundheit, Boost. Also gibt es schon einige Kanonen oder Gewehre. Aber das machen wir erst später. Schauen wir mal, was wir Hand. Also Speere. Da haben. Also die haben 1600 V. Also die sind noch alle zu. Die sind alle hier noch frei. Falsch. Die können wir ja noch kaufen. Die sind alles gesperrt, die kann man auch kaufen. Die auch. Aber ich bin noch mit meinen zufrieden. Müsste glaube ich die hier sein. Nein, das ist die. Nee. Die hier ist das ja, die ich habe. Nee. Die ich schon habe.
komisch, wo ist denn jetzt meine aktuelle? Das kann man den schon zeigen lassen. Das riskiere ich nicht. Hier ist doch die Waffe. Ah, das war einhändig, nicht? Ja, das ist die auch nicht. Egal, schauen wir später noch. Gesundheitsbus wollte ich ja gucken. Das wäre nicht mal schlecht, aber das kostet zu viel von diesen Assassinenzeichen da. Gemeinschaftssinn. Da bin ich auch nicht. Egal. Ich guck mal, was man jetzt hier so noch hier holen kann. Vielleicht provoziere ich mal einen Kampf mit dem Militär aus, weil die sowieso geschwächt sind. Schau mal auf der Karte. Ich bin hier und den Koffer check ich mal jetzt aus. Was hier los? Was hier los? Hä? Warum hört ihr auf einmal auf? Pass mal? Schade, kann ich leider nicht gehen. Leichenwagen, Leichenkiste. Da aufgehalten. Ey, Pokal! Ist aber ein Kruzifix. Sorry, Schwester. So, wo ist der Koffer? Oder die Truhe? Haben wir den. So. Was ist da dran? 250 Francs. Jetzt sind wir bei 1930 Francs. Jetzt gucken wir mal wieder, was wir so noch haben. Also diese Assassinenzeichen oder diese Assassinenmission, die, also Nebenmission, mache ich in nächsten Folgen oder vielleicht auch in Offline, weil die nehmen halt echt viel Zeit. Und für diese Truhe musste man ja diesen Dietrich kaufen, soweit ich jetzt gesehen habe. Ja, das kann man auch vielleicht später machen. Vielleicht ist da noch viel mehr drin, ne? Kokade? Kokade? Den kenne ich noch gar nicht. Ach so, ah, okay. Okay, verstehe. So, hier sind die neue, weitere Missionen, die machen wir aber später. Thron gibt's keine mehr. Ist echt keine mehr. Was ist das denn? Artefakt. Also Truhen gibt's schon, aber halt nur in geschlossenen und die kosten halt viele Dietriche und wie es auch heißt. So Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bemühe mich jetzt wirklich für die Thumbnails und so weiter und für das Videoschneiden, das, obwohl das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Teilt das Video von mir aus, wenn ihr Zeit und Lust dafür habt. Und abonniert hier diesen Kanal, dann werden auf jeden Fall weitere viel mehr Videos kommen als sonst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Khalid und ciao.